Wien war ja schon immer ein Ort der Polaritäten und auch in den progressiven Strömungen gab es sehr unterschiedliche Tendenzen, die sich unter gewissen Umständen auch stark bekämpften. Und es gab ja hier auch die Auseinandersetzung zwischen Adolf Loos und Josef Hoffmann. Wobei ihm zu bemerken ist, dass Josef Hoffmann schon sehr frühzeitig, etwa vor allem mit dem Burgersdorfer Sanatorium, aber später auch mit dem Palais Stocklet, Werke geschaffen hat, die Spitzenwerke der Moderne sind und die ganz neue Entwicklungen eingeleitet haben. In späterer Folge, sicher vor allem unter dem Einfluss der Mitarbeiter der Wiener Werkstätte und diesem Schwergewicht seines Schaffens mit dieser Institution, kam dann eine andere Tendenz bei ihm auf, die wohl mehr dem kunstgewerblichen und auch dekorativen zugewandt war.